Klemm und Tupfer. Skalpell. Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Und damit mal wieder herzlich willkommen zurück. Diejenigen, die uns auf YouTube sehen, sehen es schon. Wir sind heute nicht alleine. Ich habe nicht nur den Justin mit dabei. Bevor sich unser Gast bzw. unsere Gästin vorstellen darf, übernimmt Justin wie immer gleich gerne mal. Wobei, ich glaube, auch im Podcast-Titel wird man wahrscheinlich schon lesen, dass wir nicht alleine sind und auch wer mit dabei ist. Aber Justin, wie geht's dir? Führ uns ein. Mir geht's gut. Also herzlich willkommen auch von mir zu einer heutigen, ja, ich würde sagen, heutigen sehr besonderen Folge. Denn wir haben seit längerer Zeit ja solche Folgen eigentlich geplant, aber das meistens nicht so richtig umgesetzt bekommen. Es geht um diese Klinikfolgen. Wir hatten bereits zwei Folgen dazu gemacht. Einmal eine zur Psychiatrie und zur Organspende. Und in der Regel läuft es dabei ja so ab, dass wir entweder eine Story oder eine Patientengeschichte sozusagen nachkonstruieren, fiktiv quasi anhand Patientenberichten von YouTube oder sonst wo oder von der Uni oder was auch immer. Oder wir nehmen eben Fälle, die irgendwie in den Medien schon präsent waren. Heute aber ganz anders und ganz besonders. Wir sind sehr glücklich darüber, dass die liebe Maxi sich bereit dazu erklärt hat, selbst heute quasi ihre eigene, in Anführungsstrichen, Patienten-Story oder Patientinnen-Story zu erzählen. Und ja, ich glaube, das ist ganz besonders. Und bevor wir aber direkt reinstarten, vielleicht magst du dich noch einmal vorstellen. Herzlich willkommen und wir freuen uns, dass du da bist. Auch erstmal von mir herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Maxi, ich bin 23 Jahre alt, studiere jetzt im 5. Semester Humanmedizin in Münster, mache auch YouTube-Videos, kenne daher auch die Jungs von Küchenmedizin und bin heute hier, um ein bisschen über meine Krebserkrankung zu sprechen. Genau, und ich sag mal so, wir hatten nun im Vornherein schon mal so ein bisschen gesprochen und gesagt, dass wir das sehr wichtig finden, dass Maxi frei erzählen kann. Wir werden immer mal wieder so ein bisschen dazwischen fragen, aber ich glaube, das ist sehr viel wert, wenn das einfach ja in dem Tempo und in der Reihenfolge passiert, eben anstelle so, wie wir es sonst gemacht haben, dann wie es dir passt. Nochmal für dich auch, hatten wir auch schon abgesprochen, wenn es irgendwas gibt, worauf du nicht antworten möchtest oder was du nicht erzählen möchtest, kannst du dann natürlich jederzeit gerne ablehnen. Und ansonsten würde ich sagen, lasst uns auf jeden Fall Feedback nochmal dazu da in den Kommentaren oder per Mail küchenmedizin@gmx.de, Küche mit UE. Denn diese Folgen, würde ich sagen, liegen uns eigentlich, Lukas, dann doch auch besonders am Herzen. Ne? Es macht schon Spaß und ist ja immer wieder, ja. Das macht Spaß. Eine besondere Folge. Ja, klar. Und ist halt natürlich auch, ich sag mal, eigentlich in gewisser Weise halt der Kern, jetzt nicht unbedingt von dem Podcast immer so gewesen, aber eigentlich der Kern halt der Medizin, ne? Sondern dass die Patienten im Prinzip im Vordergrund stehen. Und deswegen finde ich auch, freue ich mich eigentlich sehr über diese Folge. Und ich bin froh, dass wir heute das erste Mal eigentlich jemanden dabei haben, der oder die halt ihre eigene Geschichte so mitbringen kann und wir live halt quasi jemand mit dabei haben. Deswegen, Maxi, ich freue mich richtig, dass du dabei bist. Dankeschön, ich freue mich auch mega. Ich würde einfach sagen, du kannst vielleicht mal einmal, also ich überlege gerade, sagen wir quasi schon, was genau du hattest. Ich würde sagen, ja, ich würde sagen, du erklärst vielleicht einmal, was genau du hattest / hast oder wie auch immer man das gerade einschätzen kann. Und dann fängst du vielleicht, wenn es okay ist, mal damit an, dass du sagst, wie kam es dazu, dass du ja den Arzt oder die Ärztin eben aufgesucht hast. Denn irgendwas scheint ja irgendwann dann anders gewesen zu sein als sonst. Genau, ich würde einfach mal so ein bisschen mit meiner Diagnose anfangen. Ich habe, als ich 18 Jahre alt war, also jetzt knapp vor 4 oder 5 Jahren, die Diagnose Morbus Hodgkin bekommen. Das ist eine bösartige Erkrankung des Lymphsystems, also eine Krebserkrankung. Und habe dann Chemo- und Strahlentherapie gemacht. Und ja, jetzt nennt man das so in Remission. Also es gibt keine Evidence of Disease, sprich keine Krebszellen gerade aktiv in meinem Körper, zumindest so, wie man das mit den Verfahren, die ich so zur Nachsorge habe, sagen kann. Darüber bin ich natürlich sehr glücklich. Und ich kann immer so ein bisschen erzählen, wie es so zur Diagnose kam, was ich für Symptome hatte und so. Mhm. Ich glaube, das Ganze hat so angefangen, als ich 16 oder 17 Jahre alt war, dass ich so hier oben über meinem Schlüsselbein, da hat man ja hier diese kleine
Bauchgrube, sage ich mal, so ein bisschen getastet habe, dass da so Knubbelchen unter der Haut sind. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was das ist, ob das dahin gehört oder nicht. Ich habe das meinem Papa damals gezeigt, der hat sich das auch angeguckt und angefasst und meinte halt schon, dass sich das irgendwie ein bisschen komisch anfühlt. Aber ich würde mal sagen, so bei einem 16-, 17-jährigen Jugendlichen erwartet man da ja jetzt nicht gerade was Schlimmes oder so. Dementsprechend sind wir dann erstmal alle davon ausgegangen, ja, ist halt nicht so, hab mir darüber nicht weiter Gedanken gemacht. Und dann ging das irgendwann so weiter, dass ich in die Oberstufe gekommen bin und mein Abi gemacht habe. Und ich habe dann da so zunehmend gemerkt, dass es mir körperlich und psychisch immer schlechter geht. Ich hatte enorme Motivationsprobleme, ich hatte einen richtigen Leistungsknick, ich konnte mich in der Schule nicht mehr konzentrieren, mir ging es oft schlecht, auch so kreislauftechnisch beispielsweise. Ich hatte Schmerzen ganz doll in meiner linken Seite. Wo hattest du dich? In meiner linken Seite vor allem. Auch oft so im Brustkorb, so richtig stechende Schmerzen, so ein bisschen anfallsartig. Aber nicht so, wo ich mir so in dem Moment so dachte, so das ist jetzt was richtig Schlimmes. So ein bisschen Gedanken gemacht habe ich mir schon. Gerade hier bei den Schmerzen links in meiner Seite, weil das dann irgendwann wirklich so weit ging, dass ich nicht mehr liegen konnte und nicht in der Schule zum Beispiel sitzen konnte. Ich habe dann auch enorm viel gefehlt in der Schule und hatte auch so ein bisschen so eine Kein-Bock-Einstellung, wo halt von vielen Lehrkräften und auch von meinen Freunden und Mitschülern so ein bisschen das Gefühl war, so ja, Maxi hat keinen Bock mehr auf Schule. Und dass ich halt immer zu Hause sitze und so. Und ein Teil mag das wohl auch gestimmt haben, wenn es einem halt so schlecht geht, dass man da nicht mehr so richtig Bock drauf hat. Aber es war halt schon so, dass es mir ganz schlecht ging. Ich bin dann auch zu meiner Hausärztin gegangen und habe dann Ultraschall machen lassen vom Bauch. Da ist aber nicht wirklich irgendwas bei rausgekommen. Sie hat nichts gesehen. Habe das dann halt einfach so hingenommen. Ne? Was soll man auch großartig machen, wenn man keine Berührungspunkte irgendwie mit Medizin hat, keine Ärzte in der Familie oder so. Und ja, es hat sich dann immer weiter zugespitzt. Auch, dass ich zum Beispiel immer krank war. Ich hatte immer eine Blasenentzündung, Nierenentzündung, also Nierenbeckenentzündung. Ich war immer erkältet. Ich hatte eine Grippe, Husten, der nicht mehr weggeht und so. Also es war halt schon alles ziemlich komisch. Ich war dann auch ein zweites Mal noch beim Arzt, weil ich ein Blutbild haben wollte, weil ich ich hatte ganz doll Juckreiz an der Haut auch. Mhm. Und vom Kratzen habe ich dann immer so Petechien bekommen. Für alle, die das nicht kennen, das sind so kleine stecknadelkopfförmige Einblutungen in der Haut. Also vielleicht könnt ihr ein Bild einblenden oder so, dass man sich das vorstellen kann. Können wir mal gucken, ja. Ja, und habe das dann halt auch gegoogelt und habe mir da dann mega Gedanken gemacht, weil das Erste, was so bei Google rauskam, war halt so Leukämie. Und war halt so, oh fuck, irgendwie wird das auch passen, mir geht's voll schlecht und so. Bin dann auch zu meiner Hausärztin gegangen und habe halt aktiv gesagt, so, ich habe Angst, dass ich halt Krebs habe irgendwie. Sie hat dann Blut abgenommen und so. Ich bin dann nach Hause gegangen. Beim Hausarzt dauert das ja immer ein paar Tage, bis da die Laborergebnisse da sind. Und sie hat dann meine Eltern angerufen und hat halt gesagt, nee, alles gut, eine kleine Anämie ist vorhanden, aber kein Krebs so. Und damit war das Thema dann erstmal auch wieder erledigt. Ich habe mir da erstmal wieder keine Gedanken drüber gemacht, habe nochmal mit meinem Alltag weitergemacht. Und zur Diagnosestellung kam es dann eigentlich durch mehr oder weniger einen Zufall, weil ich einen Attest brauchte für eine Spanischklausur in der Schule. Ich hatte nicht gelernt und wollte nicht hingehen, wollte aber auch keine 6. Und habe dann überlegt, ja, zu welchem Arzt kannst du jetzt gehen? Und zu meiner Hausärztin konnte ich halt nicht mehr gehen, weil ich dachte, boah, die habe ich schon so oft voll geheult und die sagt immer, es ist nichts oder kriege ich bestimmt keinen Attest. Und dann dachte ich, probiere ich es mal mit meiner Gynäkologin. Und wollte dann dahin gehen, habe aber festgestellt, sie ist im Urlaub und gar nicht da. Bin dann also zum Vertretungsarzt gegangen. Dazu muss man dann vielleicht noch sagen, dass ich seitdem ich glaube ich 13 bin oder 14 bin, die Pille genommen habe, aber noch nie so eine richtige gynäkologische Untersuchung hatte, wie man die so kennt, mit so auf dem Stuhl sitzen, Ultraschall und so. Und das hatte ich dann auch dem Gynäkologen erzählt, bei dem ich dann war. Und dann dachte er sich so, ja komm, machen wir das mal. Und ich glaube, das hat mir so ein bisschen mein Leben gerettet, weil er da schon beim Ultraschall festgestellt hat, dass in meinem Bauchraum viele Raumforderungen sind, die er nicht zuordnen kann. Ja. Und wo er nicht genau wusste, was das ist. Er dachte, es sind vielleicht erstmal so Zysten, die man halt als Frau ganz oft am Eierstock hat. Aber hat halt auch in meinem Douglas-Raum, also diese tiefste Stelle da im Becken,
ganz viel Flüssigkeit gefunden, wo er auch nicht wusste, wo die irgendwie herkommt. Er hat mir dann Blut abgenommen und hat mir erstmal Antibiotika aufgeschrieben für 2 Wochen, um zu schauen, wie sich das so verhält, was so passiert und so. Ich habe das dann auch genommen. Mir ging es super schlecht in der Zeit. Ich bin voll oft irgendwie so kurz ohnmächtig fast geworden. Also mir war wirklich so schwarz vor Augen, dass ich mich dann hinlegen musste, dass mein Kreislauf erstmal wieder ein bisschen klarkommt. Ich habe super abgenommen in der Zeit. Also ich habe, ich glaube, 25 Kilo in super kurzer Zeit abgenommen. Hab da Darf ich dich so kurz unterbrechen? Ja, nur, klar. Nur eine Frage. Von welchem Zeitraum sprechen wir jetzt? Von das erste Mal, damit wir die nochmal kurz abhauen, von dem Ungefähr Punkt, zwei wo... Jahre. Zwei Jahre waren das. Also es war schon ein langer Zeitraum. Die Frage lag mir auch die also ganze Zeit auf den Lippen. So, dass, weil das ist ja... Alles gut. Ist alles nur, gut. Man hat halt echt gemerkt, wie viel Diagnostik vorher schon versucht wurde, wo dann halt eigentlich keine Ahnung ist. Und dann, ja, ist es halt ja nun mal leider oft halt auch so, so hört man das jetzt halt voll raus, dass, naja, ein Arzt nicht weiß, was er machen soll und sagt, ja gut, dann ist jetzt nichts, vielleicht, weiß nicht, pubertierendes Kind oder so und hat halt einfach was anderes im Kopf und hat vielleicht halt wirklich keine Lust auf Schule und wird wieder weggeschickt. Ne? Und dann ist halt krass dann auch so wirklich zu hören, dass wirklich sich das über zwei Jahre halt hinauszögert, bis dann halt, ja, einfach per Zufall dann halt wirklich ein bisschen was gefunden wird, ne? Was wenn ich daran. Das so hört, dann, nee, sag ruhig. Hin. Nee, sag ich wollte gerade sagen, wenn man das so hört, ne, dann bekommt man, glaube ich, auch immer so als Person, die damit nichts zu tun hat, so ein bisschen Angst, dass sowas bei einem selbst halt zum Beispiel auch übersehen wird oder irgendwie das Gefühl, dass das jetzt irgendwie falsch war, was mir so passiert ist. Aber eigentlich muss man ja sagen, ne, der Regelfall ist es halt nicht, dass man in so einem jungen Alter schwer erkrankt. Und deswegen ist es grundsätzlich schon richtig, dass ein Arzt einen da mit so leichten Symptomen am Anfang, sage ich mal, jetzt nicht da komplett auf den Kopf stellt, weil im Regelfall ist halt nichts. Ja, was ich ganz interessant finde, ist, du hattest ja zwischenzeitlich was erzählt von einem Juckreiz. Lukas und ich haben uns natürlich vorbildlich nochmal im Hinblick auf die Folge vorbereitet. Und da fand ich auch interessant, das steht da mit dabei. Es gehört eigentlich mit zu den seltenen Symptomen, aber auch die Anämie, die du beschrieben hattest. Also wie gesagt, gerade an vielleicht an die weiblichen ZuhörerInnen, Hörerinnen, wenn ihr eine Anämie habt, das ist gerade fürs weibliche Geschlecht eh vielleicht eher mal möglich. Ihr braucht jetzt keine Angst haben, dass wenn ihr eine Anämie habt, dass ihr gleich möglicherweise schwer krank seid. Aber ich finde das schon interessant, dass da dann zum Beispiel nicht weiter nachgeforscht wurde. Und die letzte Frage, bevor du gerne weitererzählen kannst. Du hattest jetzt erzählt, du hattest dann doch recht viel Gewicht verloren. In welchem Zeitraum war das? War das auch in diesen 2 Jahren oder ging das dann später los? Und dann kannst du ungefähr sagen, in welchem Zeitraum das war? Also ich kann es gar nicht so genau eingrenzen. Also ich kann jetzt nicht sagen, das waren irgendwie 4 Monate, 6 Monate oder so. Mhm. Aber es war, also ich muss auch sagen, mir persönlich ist es gar nicht so krass aufgefallen. Aber ich habe halt von meinem Umfeld immer so das Feedback bekommen, oh, du hast abgenommen, schön und so. Weil ich war halt schon immer eher krass. So ein Pummelchen als Kind und auch als Jugendliche so. Und ihr habt dann halt immer so dieses Feedback bekommen, dass das halt gut ist. Hab mir dann auch nicht wirklich so Gedanken darüber gemacht, dass ich ja nichts dafür getan habe, dass ich abnehme. Also ich habe weder Sport gemacht, noch irgendwie mich besonders gesund ernährt zu dem Zeitpunkt. Ja. Und hab mir da aber dann keine Gedanken darüber gemacht. Das sind erst so Sachen, die fallen einem so, genau wie mit dem Juckreiz. Das sind so Sachen, die fallen einem dann, wenn man die Diagnose hat und sich da einliest und so. So wie Schuppen von den Augen. Dann, zu dem Zeitpunkt war mir das gar nicht bewusst. Nee, dann passt halt eigentlich alles so zusammen, auch so mit der Lymphknotenschwellung am Hals und sowas. Ne? Wenn man das alles so im ganzen Netz betrachtet, was du halt gerade sagst, denkt man schon so, ja gut, das passt halt wirklich alles ganz gut zusammen. Sollen wir die B-Symptomatik nochmal erklären, Justin? Damit man auch, ich sag mal. Ja, ich würde sagen, wir können ja an der Stelle nochmal, damit wir alle vielleicht nochmal abholen, so einen kurzen Abriss jetzt generell geben. Denn dieses Hodgkin-Lymphom ist ja nur, also es gibt ja quasi 2 größere Gruppen der malignen Lymphome. Vielleicht, um das mal kurz nochmal zu erklären, ja. Diese malignen Lymphome heißt, maligne heißt in dem Sinne, für die es vielleicht nicht wissen, bösartig. Und es gibt die Hodgkin-Lymphome oder das Hodgkin-Lymphom und die Non-Hodgkin-Lymphome. Sehr kreative Namensgebung. Ja, nach Thomas Hodgkin. Habe ich auch gesehen, von 1862, glaube ich. aber möglicherweise die gleiche Internetseite konsultiert, ne? Nein, aber was halt, du hast halt dieses Hodgkin-Lymphom und das hat 2 verschiedene Altersgipfel oder Häufigkeitsgipfel. Das heißt, Leute im Alter von 20 bis 30 vermehrt und dann ab dem, meinetwegen 50 oder 55. Lebensalter nochmal. Du warst jetzt zu dem Zeitpunkt 18, als das losging, ne? Es ist zwar relativ selten,
macht aber bei der jüngeren Generation oder bei den jüngeren Patientinnen dann doch relativ viel der Krebsneuerkrankung aus. Also ich glaube, knapp 10% sind das, ne? Insgesamt, aber von allen sind es nur 0,5. Und Lukas kann ja vielleicht dann nochmal, also vielleicht nochmal kurz, weil die Leute sich vielleicht auch fragen, woran kann das liegen? Also woher kommt das und was genau ist das? Also du hattest ja erzählt, es ist was vom Lymphsystem, also es hat was mit den Lymphozyten, in dem Sinne jetzt mit den B-Lymphozyten zu tun. Das kann, also man vermutet, dass es halt genetisch sein kann. Das ist halt irgendeine Veränderung, die dazu führt. Es gibt verschiedene, also so richtig, glaube ich, weiß man das noch gar nicht, aber zum Beispiel genetische Prädispositionen können dabei sein. Das können wir ja mal kurz fragen. Gibt es bei dir in der Familie Fälle? Oder bist du die Erste, bei der jetzt die Krankheit aufgefallen ist? Weißt du das zufällig? Also ganz genau weiß ich es nicht. Mhm. Also zumindest in der Familie, bei der ich weiß, dass sie meine Familie ist, Okay. nicht. Aber ich habe halt einen Stief, beziehungsweise ich habe zwei Stiefopa. Und also meine richtigen Opas sind beide, also zumindest der eine ist früh verstorben und den anderen kenne ich gar nicht. Dementsprechend da weiß ich nicht. Okay. Aber in der Familie, die ich kenne, ist nichts eigentlich. Okay. Und dann gibt es ja noch das EBV, also das Epstein-Barr-Virus und HIV. Das Epstein-Barr-Virus sagt euch, also ich will da jetzt nicht zu tief einsteigen, weil ich glaube, sonst gehen wir auch zu weit, aber also die Leute können sich wahrscheinlich mehr darunter vorstellen, dass dieses Virus auch das pfeifferische Drüsenfieber eben auslösen kann und dann auch für den Rest des Lebens im Körper verbleibt, ja. Und HIV, da geht es dann eher wieder um diese Immundefizienzgeschichte, also dass das Immunsystem abgeschwächt ist. Dann gibt es noch andere Umwelteinflüsse und Rauchen, ne? Ich weiß jetzt nicht, hast du geraucht generell vorher oder in dem Alter? Hast Sehr, du sehr tatsächlich. viel. Okay, hast du tatsächlich. Also. Also von, ich glaube, das erste Mal bestimmt mit 12 oder 13, dann jahrelang immer mal so ein bisschen in der Schule so Cool Kid-mäßig. Ja. Ja. Man kann natürlich darauf jetzt nicht einen klaren kausalen Zusammenhang schließen, ne? Man kann jetzt nicht sagen, du hast geraucht, deswegen hast du das bekommen. Aber es steht halt eben in der Liste der begünstigenden Faktoren dann schon drin. Ja. Und zu deiner Symptomatik, da hattest du ja, also der Grund, warum ich jetzt eben so genau nachgefragt hatte mit dem Gewichtsverlust, war die B-Symptomatik. Und die kann uns dann ja Lukas jetzt nochmal Ja, erklären vielleicht. die B-Symptomatik ist jetzt gar nicht mal nur typisch für Ja. ein Lymphom, sondern halt für generell Krebserkrankungen. Und das sind im Prinzip drei Symptome. Wenn eins davon erfüllt ist, spricht man halt schon von einer B-Symptomatik, wenn eins der drei Symptome nicht durch eine andere Erkrankung erklärbar ist. Und das ist halt zum einen Fieber, Nachtschweiß, so dass man halt nachts halt so stark schwitzt, dass man vielleicht die Bettwäsche schon wechseln muss. Und deswegen hatten wir gerade so mit dem Gewichtsverlust halt nachgefragt. Das ist halt dieser extreme Gewichtsverlust innerhalb von einem kurzen Zeitraum. Ich glaube, das kennen ja auch eigentlich relativ viele so, wenn jetzt, ne, man vielleicht im Bekanntenkreis irgendwo jemand kennt, der oder die auch Krebs hatte, dass sehr häufig halt dieser Gewichtsverlust dann halt auch einfach da ist. Deswegen hatten wir da gerade halt so nachgefragt. Hattest du noch eins der anderen Symptome, also Fieber und Nachtschweiß? Hattest du sowas auch? Fieber nicht, dass ich wüsste. Nachtschweiß, also ich würde nicht sagen, dass es wirklich ein Nachtschweiß war, weil ich habe mich weder umgezogen noch meine Bettwäsche gewechselt, aber ich habe schon auf jeden Fall vermehrt geschwitzt, ja. Okay. Du kannst sehr, sehr, sehr gerne gleich deine Geschichte weitererzählen, weil ich find die echt spannend. Aber Justin, erzähl doch vielleicht nochmal, was ein Lymphom halt wirklich genau ist. Also ich möchte halt wirklich jeden quasi so abholen, vielleicht auch jemanden, der sich mit Medizin nicht so auskennt oder was das genau heißt, Lymphom. Also ja, was das genau ist. Naja, das Ding ist, beim Lymphom ist halt einfach generell, dass wir ja über die Lymphe sprechen, ja, oder vor allem Lymphdrüsen. Also wenn man das so will, dann kann man nicht genau übersetzen, theoretisch sagen Lymphdrüsenkrebs, ja. Genau, nur genau, ich Und wollte eigentlich auf ja. diesen Lymphdrüsenkrebs. Ich glaube, das ist für viele halt Ja, eher auch ein genau. Begriff, dass man sich Ja. das halt so drüber vorstellen kann, was ein Es Lymphom halt geht in ist. diese Richtung sozusagen, ja. Genau, genau. Aber Justin, hast du sonst noch Fragen? Ansonsten würde ich Maxi gerne bitten, halt einfach weiter zu erzählen, weil ich Genau. finde die echt cool. Also, was heißt cool, die Story, aber halt Du machst das interessant. gut, genau. Alles gut. Dankeschön. Ja, wenn du noch was fragen möchtest, kannst du gerne. Nee, mach gern weiter. Okay. Vielleicht dann, ja, wie es dann weiterging. Ja, ich hatte ja, glaube ich, erzählt, ne, war dann beim Frauenarzt, hatte den Ultraschall und habe dann das Antibiotika genommen, bin dann nach 2 Wochen wieder zum Gynäkologen gegangen, um das nochmal kontrollieren zu lassen. Wenn ich mich richtig erinnere, die Flüssigkeit, die ich in meinem Bauchraum hatte, hat sich ein bisschen vermindert. Also es war nicht mehr so viel wie vorher. Aber ansonsten ist halt nicht wirklich was passiert.
meine Entzündungsparameter in meinem Blut waren zu hoch, weil er hatte mir Blut abgenommen und hatte das eingeschickt, kontrolliert und so. Und da waren meine Werte viel, viel, viel zu hoch. Und er hat halt gesagt, dass er irgendwie ja ein schlechtes Bauchgefühl hat und das Ganze mal abklären lassen möchte. Hat mir dann eine Überweisung gegeben fürs Krankenhaus. Ich bereue es bis heute, dass ich nicht mehr weiß, was auf diesem Überweisungszettel drauf stand. Ich denke aber, es wird irgendwas gewesen sein, wie unklare Raumforderungen, Bauchraum oder so. Ich weiß es aber leider nicht genau und habe es mir zu dem Zeitpunkt auch nicht angeschaut. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie ins Krankenhaus gegangen bin und mir so gedacht habe, ich habe da jetzt irgendwie so Tumore im Bauch und jetzt habe ich irgendwie Krebs oder so, sondern ich dachte da halt noch so, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich dachte, auf jeden Fall nichts super Schlimmes. Ich bin dann ins Krankenhaus gegangen, habe mir eins ausgesucht, bin dann da auf die Gyn auch gekommen. Also jetzt nicht irgendwie sowas Inneres, auch nicht Onko oder so, sondern wirklich auf die Gyn, weil ich halt vom Gynäkologen gekommen bin. Und er hatte dann da super viele Untersuchungen von Ärzten. Und was mir dann schon so ein bisschen komisch vorkam, dass mir halt niemand so richtig sagen konnte, was ich halt habe. Sondern ich habe halt einfach Antibiotika bekommen und es kam halt ein Arzt nach dem nächsten, der sich da meinen Ultraschall angucken wollte und irgendwann auch die Oberärztin und ich bin weder privat versichert noch irgendwie, keine Ahnung, habe ich zu dem Zeitpunkt Ahnung von Krankenhaus gedacht, gehabt und dachte dann so, warum möchte sie mich jetzt halt so anschauen? Ja, aber sie hatte dann halt gesagt, dass sie sich zu 99,9% sicher ist, dass das nichts Schlimmes ist. Aber sie möchte ganz gerne eine ja, Bauchspiegelung machen. Da, wie kann man es erklären? Also es ist halt so ein kleiner Eingriff, so eine kleine OP, wo halt im Prinzip der Bauchraum mit so einem Gas aufgebläht wird. Ihr werdet das bestimmt kennen, ne? Wo dann so verschiedene Instrumente in den Bauch gestochen Es werden, war eine sage ich jetzt mal. Laparoskopie quasi. Genau, also so Schlüssellochprinzip, ganz klein, wo man dann mit einer Kamera einmal im Bauchraum schauen kann, was ist da los, wo, also was sind das für Raumforderungen und so. Davor hatte ich mega Angst, weil ich Angst vor Vollnarkosen irgendwie hatte und so. Und Gedanken darüber gemacht, dass es was Schlimmes ist, habe ich mir da immer noch nicht. Da dachte ich einfach nur so, scheiße, du hast jetzt eine Vollnarkose. Und sie hat ja auch gesagt, so, es wird wahrscheinlich nichts Schlimmes sein, habe mich dann halt einfach so daran gehalten, darauf vertraut. Ich hatte dann den Eingriff, hat auch alles gut funktioniert mit der Narkose oder so. Also ich musste mir da jetzt nicht wirklich ernsthaft Sorgen machen. Lag dann im Aufwachraum und wusste so eine Bauchspiegelung dauert vielleicht 20, 30 Minuten. Bin halt aufgewacht, habe auf die Uhr geguckt und es war so 3 Stunden später. Und da hatte ich dann schon wieder das erste Mal irgendwie so ein komisches Gefühl. Dann ist die Ärztin zu mir gekommen, meinte, sie hat ganz viele vergrößerte Lymphknoten in meinem Bauchraum gesehen, hat was entnommen, wird es einschicken und so und hat meinen Blinddarm entfernt, weil der sah irgendwie verstopft aus, meinte sie. Und dann war ich halt so, okay, also okay und jetzt so, weil hat mir halt zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts gesagt. Bin dann Klar. hoch aufs Zimmer, hab mich erholt und so. Und dann ging es halt irgendwie los, dass die ganze Geschichte immer unklarer geworden ist. Also ich habe so gemerkt, mir will keiner so richtig was sagen. Es sind immer nur unklare Aussagen gekommen, wie ja, es könnten verschiedene Erkrankungen sein. So HIV zum Beispiel macht es auch. Und ich wusste so, ich habe kein HIV. Ich habe beim Gynäkologen tatsächlich auf alles Mögliche getestet, was halt ging, wegen den so Raumforderungen im Bauch. Und dass sie es dann irgendwie trotzdem gesagt haben, ist mir halt schon so komisch vorgekommen. Hab dann halt angefangen zu googeln, habe meine ganzen Symptome so zusammengezählt. Ne? Da ist mir das auch aufgefallen mit dem Juckreiz, mit dem Gewichtsverlust, sind mir hier die Knoten eingefallen und so. Und bin dann im Internet halt relativ schnell bei Hodgkin-Lymphomen gelandet, weil das halt sehr charakteristische Bevor Symptome du die sind. Diagnose bekommen Bevor hast, ich die also von Diagnose alleine, hatte. muss man dazu sagen, ja? Genau. Und habe mich dann da halt auch schon so ein bisschen damit abgefunden. Ich sollte dann im Krankenhaus noch ins CT. Und da waren dann super viele Ungereimtheiten, wo ich halt so meinte, ja, wollt ihr nicht meinen ganzen Körper mit drauf machen, sprich auch meinen Hals? Und die meinten, nee, wir machen nur den Bauchraum, das reicht. Was dann halt zur Folge hatte, dass ich danach, als ich dann meine Diagnose hatte, nochmal ins CT durfte, um das nachzuholen. Halt all so ein paar Sachen, die einfach nicht cool waren. Ich habe dann irgendwann das Krankenhaus verlassen, wurde entlassen, hatte immer noch keine Diagnose. Hab dann zu Hause einen Anruf bekommen aus dem Krankenhaus nach dem Wochenende und ja, die haben dann halt gesagt, ich habe einen Termin in der Onkologie
und soll mich da am 7.7. um 13 Uhr vorstellen. Ich habe aufgelegt, habe gegoogelt, was das ist und war so, ja, nice, dass man mir das irgendwie am Telefon sagt und immer noch meint, man hätte keine Ergebnisse und so. Genau, darf ich noch mal ganz kurz noch mal fragen? Die haben jetzt einfach nur gesagt, wir haben keine Ergebnisse, aber machen Sie mal einen Termin in der Onko. Ja, genau, sie So. meinten, ich glaube, es war sogar Wortlaut relativ die Aussage, die ich bekommen habe. Egal, was sie haben, da sind sie auf jeden Fall gut aufgehoben. Ja, perfekt. Weil ich sag mal so, Onkologie, sobald man das ja googelt, also erstmal, selbst, ich sag mal, wenn es jetzt kein Krebs gewesen wäre, wäre das ja schon trotzdem psychische Folter so gesehen, weil man weiß, was, also wenn man, sobald man es einmal gegoogelt hat, weiß man, was die Onkologie ist. Und auch wenn man weiß, was es für eine Diagnose ist, also ich finde, also das finde ich schon ziemlich krass, muss ich sagen. Und wie war denn Deswegen das mit dachte ich, es ist deinen, ziemlich daneben gegangen. und wie waren das mit deinen Eltern? Also welche Rolle haben die denn in dem Moment eingenommen? Weil die werden ja irgendwie mit dabei gewesen sein. Und wie war das für die? Kannst du vielleicht dazu ein bisschen was sagen? Also ich glaube, die haben das relativ ähnlich wahrgenommen wie ich. Also die haben halt auch relativ früh gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas wird uns nicht gesagt, irgendwas ist komisch. Und mein Papa ist eine sehr bewanderte Person, der sich in super viele Dinge einlesen kann und hat da einfach irgendwie so ein Talent für und ja, ist dann auch relativ schnell so durch die ganzen Symptome und die Untersuchungen, die gemacht worden sind, halt auch auf so ein Lymphom gekommen und ja, hat dann auch nochmal im Krankenhaus angerufen und meinte, könnt ihr uns nicht irgendwas sagen, so ist wirklich nichts da oder könnt ihr uns vielleicht, bevor der Termin der Onko ist, wenn die Ergebnisse kommen, irgendwie Bescheid sagen, wenn es halt kein Krebs ist irgendwie und so, aber ist von denen halt wirklich gar nichts gekommen. Okay, was mir zwischenzeitlich noch kurz einfällt, wir hatten eigentlich eben über EBV gesprochen. Wurdest du darauf mal getestet? Nicht, dass ich wüsste. Also ich denke, so wenn man in die Onko kommt, ist das normal, dass man das mit einem Lymphom testet. Aber es ist jetzt nicht so, dass mir da mal jemand was gesagt hat. Das weiß ich tatsächlich nicht. Und darf ich dann auch noch mal fragen, wie lange das jetzt von dem Anruf bis zu dem Termin dann in der Onko, wie viel Zeit dazwischen dann noch war? Ich meine ein Wochenende. Also ich meine, oder es war ja auf jeden Fall 3 oder 4 Tage. Weil ich finde, wenn man jetzt sich die Folge hier anhört und man wird vielleicht später Arzt oder Ärztin, ist das vielleicht schon eine Sache, die man sich mitnehmen sollte, zu sich zu merken einfach, dass was man mit so einer, ich sag mal, auch mit so einem unklaren Diagnose oder auch mit einer Diagnose oder mit so einem Termin, was man in diesen 3 bis 4 Tagen mit einem Menschen halt macht, weil diese, ich kann mich nicht reinversetzen, wie das für dich gewesen sein muss, aber ich stelle es mir halt wirklich schlimm vor, 3 bis 4 Tage im Nichts da zu stehen und nur mit dem Termin, ich muss jetzt in die Onkologie. So, und ich finde, das sollte man sich vielleicht irgendwie mitnehmen, dass man sich da immer darüber bewusst wird, was man ja einfach mit dem Telefon oder mit einem, ich sag mal, manchmal kommt es ja auch vor, dass ein Arzt sagt oder eine Ärztin sagt, ich rufe sie dann später noch an oder heute Mittag. Was dieses allein, diese von mir aus 6, 7, 8, 9, 10 Stunden, was das mit der, auf der anderen Leitung, was das Ganze halt macht, oder wenn der Arzt oder die Ärztin dann halt auch einfach nicht mehr an diesem Tag anruft, was da ja einfach an der anderen Leitung einfach, was das für eine, also für eine psychische Folter im Prinzip schon eigentlich ist, ne? Und das ist vor allem, also es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich kann ja selbst, ich meine, du weißt ja auch bei mir, Lukas, aus Erfahrung Klar, sprechen. ja. Also jetzt nicht bei mir selbst, sondern als Angehöriger. Und da würde ich zum Beispiel nämlich auch sagen, da stand sogar eine Diagnose oder da, also man, da ist es, das ist schon schlimm genug, wenn du eine Diagnose hast und nicht weißt, wie es jetzt weitergeht. Egal, ob du medizinisch bewandert bist oder nicht. Und in dem Fall muss man überlegen, du warst, ich meine, du bist immer noch ein sehr junges Mädchen, aber du warst ein sehr junges Mädchen, sehr junges Mädchen und, kannst ja überhaupt nichts einschätzen zu und warst dementsprechend natürlich auch medizinisch jetzt noch nicht so weit, wie du es vielleicht jetzt bist und wie man es eigentlich auch nicht sein sollen müsste, um da ordentlich betreut zu werden. Ne? Deswegen ist das wichtig, was du sagst, Lukas, ja. Ich glaube, was man sich da irgendwie ganz gut immer so vor Augen führen kann, ist, wenn man Medizin studiert, wenn man Ärztin wird oder auch wenn man Krankenpflege macht beispielsweise, das ist von morgens bis abends, montags bis freitags dein Alltag. Alles, was du erlebst, wird irgendwann Routine. Egal, wie schlimm ein Schicksal von einem Patienten ist, es wird halt leider Routine, ne? Aber für die Person, egal ob es Angehörige sind oder Patienten, für die ist es das nicht. Jeder Krankenhausaufenthalt, jeder Arztbesuch ist eine absolute Ausnahmesituation und das darf man halt echt nicht vergessen. Ja, ich hoffe, das ist auch eine Sache, die ich mir beispielsweise beibehalten werde, dass ich mir das immer vor Augen halten werde. Ich weiß, das ist schwierig und ich mache da auch vielen Personal eigentlich nicht so, also nicht richtig direkten Vorwurf, dann auf der anderen Seite wieder Nee, schon, ich auch nicht. weil man weiß einfach, wie das ist, wie stressig dieser Krankenhausalltag ist. Aber ich hoffe, dass ich mir das halt, dass ich das immer im Hinterkopf behalten werde. Und ich bin mir sicher, dass ihr beide durch persönliche Geschichten, das immer im Hinterkopf behalten werdet.
Ja. Wie ging es denn dann jetzt weiter? Also, du hattest ja auch erzählt, dass die Ärztin dann aus der Gyn war, dass er meinte, sie hätte eine Probe entnommen. Also, wenn man mal in die Diagnostik an sich geht, ist das ja auch genauso richtig, dass man eben, dass der erste Schritt eigentlich immer die histologische Untersuchung ist. Und zwar nicht per, ja, wie sagt man das, nicht per Punktion, also Fachjargon Feinnadelaspiration, sondern wirklich per kompletter Lymphknotenextirpation. Also man muss den kompletten Lymphknoten entnehmen und den untersuchen. Und so wie ich das verstanden habe, ist das da in dem Moment eigentlich dann da passiert, ne? Genau. Bei der Okay. Bauspielung haben die, glaube ich, einfach Genau. im Ganzen rausgenommen und dann ein kleines Paketchen. Und wie ging es dann weiter? Ja, ich habe dann halt auf den Termin in der Onko gewartet. Ich muss fairerweise sagen, mir ging es zu dem Zeitpunkt gar nicht so schlecht. Also ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich habe mich in dieser Krankenhauszeit irgendwie damit abgefunden und es war dann halt einfach so. Ich glaube, für meine Eltern war das schon irgendwie eher dann anspruchsvoller. Ich glaube, Angehörige haben es oft schlechter, was so Psyche angeht, als Patienten selbst. Also irgendwie, ja, ich habe da dann nicht so gelitten, sage ich mal. Also schön war es trotzdem nicht und es hätte nicht sein müssen, aber mir ging es auf jeden Fall nicht super schlecht. Ich bin dann ja an dem besagten Tag zu dem Termin gegangen, wusste ja eigentlich auch schon so ungefähr, was mich da erwartet. Und das Wichtigste, was für mich da eigentlich tatsächlich im Raum stand, war, ich wollte die Unterlagen aus dem Krankenhaus haben und ich wollte schwarz auf weiß sehen, dass die mich angelogen haben. Also, dass die gesagt haben, wir wissen nicht, was sie haben, obwohl sie es wussten. Das war eigentlich so das, was mich da so am meisten interessiert hatte, eigentlich total ironisch. Das war mir so am wichtigsten. Und dann, also ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, wie das so ist, wenn man so eine Diagnose bekommt. Wir sind so reingekommen ins Arztzimmer, wir wurden irgendwann aufgerufen, haben uns da hingesetzt. Ich war mit meinem damaligen Freund da, mit meinen beiden Eltern. Und ja, dann kam die Ärztin und so genau daran erinnern kann ich mich, glaube ich, gar nicht. Aber es war relativ straight so. Ja, sie waren im Krankenhaus, sie hatten die Probeentnahme, sie hatten bestimmte Symptome und wir haben jetzt histologisch bei ihnen festgestellt, dass sie ein Hodgkin-Lymphom haben. Das ist eine bösartige Erkrankung des Lymphsystems. Sie werden eine Therapie brauchen, aber heutzutage ist das ganz gut zu heilen. Also sie brauchen keine Angst haben, dass sie irgendwie ja sterben müssen, sondern es gibt gute Therapiemöglichkeiten. 98% der Menschen in ihrem Alter, mit ihrer Erkrankung, werden wieder gesund. Und wir müssen jetzt ein paar Untersuchungen machen, um zu schauen, welches Stadium sie haben und welche Therapie sie bekommen. Die können sie dann gerne hier machen, ambulant. Also immer morgens hin zur Chemo, nachmittags wieder nach Hause. Und ja, das war dann so das Gespräch. Dann hatte ich noch eine kleine körperliche Untersuchung, wo sie geguckt hat, ob meine Milz beispielsweise vergrößert ist, ob mein Bauchraum sich weich anfühlt, hat meine Lymphknoten getastet, sowas. Und ja. Es klingt jetzt für mich so, wie du es erzählt hast, als wäre die Ärztin so reingekommen und hat eigentlich ein Standardprogramm abgespielt. So klang es gerade für mich. Hat sich das für dich in dem Moment auch so angefühlt? Ich muss sagen, für mich war echt das Wichtigste, dass ich einfach nur wissen wollte, wann die diese Ergebnisse hatten. Also den Rest habe ich echt so gut wie ausgeblendet. Aber ich weiß so aus Gesprächen mit meinen Eltern, dass sie die Ärzte nicht ganz so sympathisch und empathisch so fanden. Deswegen, ja, kann schon sein. Also wohlgefühlt habe ich mich da auf jeden Fall nicht. Ja, Lukas. Woran, also wie ging es dir dann, ich sag mal, mit der Diagnose selbst? Hast du dir, ich sag mal, dich an diese 98% geklammert? Oder ich sag mal, wie hast du dich da so gefühlt? Hast du gesagt, okay, das ist wirklich eine Erkrankung, die gut heilbar ist? Oder hattest du, ich sag mal, trotzdem primär Angst? Und ich sag mal, wie war es, du hast gerade schon darüber gesprochen, dass es für Angehörige auch oft sehr schlimm ist. Wie war das dann bei deinen Angehörigen? Also wie wurdest du da begleitet? Wie haben die das Also Ganze aufgefasst? während des Gesprächs ist meine Mutter irgendwann vor die Tür gegangen, mein damaliger Freund auch, weil die das so emotional nicht so ganz ja, so bewältigen konnten und es, glaube ich, vor mir dann auch nicht zeigen wollten. Aber ich selbst, ich bin ein sehr sarkastischer Mensch und ich habe daraus eher einen Witz gemacht und mein Papa ist halt im Prinzip genauso. Also keine Ahnung, ich habe beispielsweise diese Standardfrage gestellt, ja, wie lange lebe ich denn noch ohne Therapie? Und dann war halt die Antwort, ja, so Silvester 2018 wird halt eh immer nichts. Und ich war halt so, ja, juckt mich nicht, Silvester mochte ich eh noch nie.
So, also keine Ahnung, ich habe da halt eher so das so humortechnisch für mich gelöst, sage ich mal. Was mir aber so ein bisschen Angst gemacht hat, war dann halt so, als ich wusste, ich bekomme halt eine Chemotherapie und dass es halt, also man kennt ja so das Bild, was man von Chemo hat, ne, dass es den Menschen einfach unglaublich schlecht geht. Und da hatte ich schon ein bisschen Sorge vor. Ich habe aber vorher relativ viel Recherche gemacht, habe tolle YouTube-Kanäle gefunden, tatsächlich von jungen Mädchen mit meiner Erkrankung, die da so ein bisschen einen mitgenommen haben, erzählt haben und inzwischen halt auch wieder gesund sind. Und deswegen für mich war es nie Thema, dass ich dachte, ich schaffe das nicht. Also ich wusste zu der Zeit meiner Therapie, ich werde wieder gesund. Und ich habe mir zu der Zeit nie Gedanken darüber gemacht, wie es ist, ja, sterben zu müssen. Und ich sehe das als sehr, sehr großen Luxus, weil nicht jede Person mit so einer schweren Erkrankung, ja, hat das Glück, das, so sehen zu können. Du sagtest jetzt eben, dass deine Mutter und dein ehemaliger Freund das emotional, ja, dass es für die sehr anspruchsvoll, sage ich jetzt mal, war und dann, ja, das Zimmer verlassen haben. Vielleicht kannst du mal sagen, generell, wie wichtig sind die Eltern und wie wichtig sind Freunde, muss ja nicht nur jetzt eine romantische Beziehung sein, im Umgang mit dieser Krankheit. Also wie hat sich das auf deinen Freundeskreis dann ausgewirkt? Ich habe mir im Vornherein einige Patientengeschichten dazu angeguckt, auch auf YouTube oder gelesen, und da haben einige geschrieben, dass das schon einige Freundschaften wirklich gekillt hat, einige auch gewonnen hat. Also will das jetzt gar nicht nur unbedingt einseitig beleuchten, aber es würde mich mal interessieren, welche Erfahrungen du da gemacht hast. Also ich muss sagen, ich habe da tatsächlich gar keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich habe eine wirklich super beste Freundin, die sich so, so viel Zeit genommen hat, mit mir zu jeder Chemo zu rennen, überall hin mitzukommen, immer für mich da zu sein. Und auch Leute, mit denen ich eigentlich jetzt nur so in der Schule zum Beispiel was zu tun hatte, haben mich nach der Schule besucht, haben mit mir Serien geschaut, waren bei mir und so. Und also es war wirklich sehr, sehr schön. Ich kann da gar nichts Negatives sagen, auch was meine Eltern angeht. Also die sind so, so wichtig. Also für mich waren sie da zu dem Zeitpunkt so, so wichtig, weil mein Papa ist für mich so die Instanz, die mir sagt, ob ich mir wirklich so Sorgen machen muss, weil ich bin ein Mensch, der sehr Probleme hat mit so sich in Dinge reinsteigern und so. Ich habe ja auch eine hypochondrische Angststörung und ich weiß manchmal nicht so ganz genau einzuschätzen, so wenn ich ein Symptom habe und auch da zu der Zeit irgendwie, wenn irgendwas war, muss ich mir deswegen jetzt Sorgen machen. Und da war mein Papa für mich immer so die Instanz, die mir so gezeigt hat, ja, du musst jetzt Sorgen machen oder nein, es ist alles in Ordnung. Und das war super wichtig für mich. Und er war dann auch im Hintergrund quasi und hat dir das Gefühl vermittelt, es ist alles in Ordnung und du wirst es schaffen. Genau. Wie lang? Hattest du diese, also Nee, sag sag ruhig. ruhig. Hattest du diese Angststörung oder kam die im Verlauf der Erkrankung oder war die schon immer da oder vorher schon da? Also diagnostiziert wurde sie danach. Aber ich weiß so, also wenn man eine Diagnose hat, dann beleuchtet man ja so ein bisschen das Leben, ne? So wie mit der Krebserkrankung auch. Und dann, wenn ich jetzt so zurückschaue, so in meine Kindheit und so, merke ich halt schon, dass ich schon immer einen Hang dazu hatte, meine eigenen körperlichen Symptome überzuinterpretieren oder mir Dinge einzubilden. Ich hatte als Kind zum Beispiel immer super Angst, dass mein Herz stehen bleibt. Ich musste immer kontrollieren, ob das noch schlägt, oder ich hatte Angst zu ersticken, obwohl ich super gut atmen kann. Und jetzt so im Nachhinein merkt man es halt dann noch mal viel krasser. Hattest du denn, ich sag mal, durch diese Erkrankung, dass du angefangen hast, ich sag mal, einen anderen Blick quasi auf die Welt zu bekommen? Oder ich sag mal, auch dein, ich sag mal, was dein zukünftiges Leben angeht, da anders drüber nachzudenken oder sowas? Weil also oft ist es ja so, dass sobald man halt in, ich sag mal, in Extremsituationen und extreme Krisen halt kommt, dass man ja anfängt, über seine Zukunft nachzudenken. Und ich sag mal, vielleicht ein bisschen anders, also jetzt auch mal in Hinsicht darüber, dass du jetzt halt auch Medizin studierst, hat das dann eine Rolle für dich gespielt oder hast du, ja, wie hat sich dein Blick quasi auf die Welt und auch auf dein, vielleicht auch so ein bisschen auf dein inneres Ich, so ein bisschen verändert? Ich muss sagen, so eine Krebserkrankung, das ist irgendwie so eine Sache, die packt einen so an beiden Beinen und zieht einen so auf den Boden der Realität. Also in dem Moment, wo du Therapie hast, gibt es eigentlich nichts, also zumindest war es für mich so und viele Leute, die ich kenne mit Erkrankungen,
Gibt es nichts, was wirklich wichtig ist für dich, außer deine Gesundheit? Und man lernt unglaublich zu schätzen, was für eine Freiheit man hat, wenn man nicht krank ist. Es fängt schon bei Sachen wie Alltag an, also Schule. So, wer mit 15, 16, 17, 18 denkt sich so jeden Morgen, boah, voll geil, ich gehe jetzt in die Schule. Aber wenn du krank bist, wenn du ein geschwächtes Immunsystem hast, wenn du eine Krebserkrankung hast, dann bist du dankbar für jeden Tag, den du mit gutem Immunsystem hast, den du mit Menschen verbringen kannst und wünschst dir einfach, boah, ich würde jetzt gerade viel lieber in der Schule sitzen, als an der Chemo zu hängen. Also das sind echt so Sachen, da lernt man dann so, so humble zu sein und dankbar zu sein einfach. Und was so mein Medizinstudium angeht, ich wollte schon, seitdem ich denken kann, eigentlich Ärztin werden, habe mir aber immer Sorgen gemacht, dass ich ja nicht im Krankenhaus arbeiten kann, weil ich halt so Angst vor Erkrankungen hatte, dass ich halt so immer Krankenhäuser mit schlecht und Tod und so verbunden habe. Aber ich habe halt dadurch gemerkt, dass ich das, glaube ich, doch sehr gut kann. Und auch wenn die Erkrankung sehr, sehr viele negative Dinge mitgebracht hat, hat sie mir gezeigt, was ich im Leben halt wirklich möchte. Und so zu verstehen, wie die Therapie funktioniert und was man eigentlich hat und so, war so eins der interessantesten Dinge bis jetzt, die ich so erlebt habe. Und deswegen hat mir das für die Zukunft eigentlich sehr, sehr viel gebracht, ja. Aber es ist auch ein Privileg, so geht es nicht jeder Person mit einer Erkrankung. Dann lasst uns doch nochmal den Bogen so ein bisschen zurückschlagen, nochmal vielleicht ein bisschen zu den Informationen, damit wir für alle auch so ein bisschen was dabei haben, dass wir vielleicht nochmal so ein bisschen auf die Diagnostik eingehen und vielleicht auch ein bisschen was zu den Leuten sagen, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind, damit die auch nochmal so ein paar Facts haben. Also generell, die Diagnostik läuft ja so ab in verschiedenen Stufen. Die histologische Untersuchung, die hatten wir ja eben schon genannt. Das war diese Lymphknotenentnahme, es muss eine vollständige sein. Die Aspiration funktioniert nicht, weil eben bei so einer Feinnadelpunktion quasi letztendlich auch nicht unbedingt genug Tumorzellen da sein müssen, um dass man da wirklich was ausschließen oder beweisen kann. Genau, Anamnese hatten wir, die körperliche Untersuchung auf eine Hepatosplenomegalie, also eine Vergrößerung der Milz oder der Leber hatten wir auch schon, ist bei dir auch erfolgt. Die Lymphknoten, den Status nochmal erheben, wurde ja auch nochmal gemacht, und dann die Blutuntersuchung, weißt du jetzt mit Sicherheit nicht mehr, was alles dabei ist, aber für die Leute, habe ich mir jetzt rausgeschrieben, das kann ich jetzt auch nicht. Also dazu gehört natürlich sowas wie, also für die Leute, die es jetzt interessiert, ne, eine absolute Lymphozytopenie kann auftreten, eine Eosinophilie kann auftreten, eine virologische Testung, das hatten wir schon, HIV, Hepatitis B und C vor allem, solche Sachen dabei, die Senkungsgeschwindigkeit kann eine Rolle spielen. So weiter und so fort. Ich glaube, wichtig ist jetzt nochmal wirklich zum Staging, so nennt man das ja, um zu gucken, wie weit ist die Krankheit fortgeschritten, wie weit sind die Organe oder der Körper befallen. Man darf ja nicht vergessen, der Körper hat ja überall irgendwie ein Lymphsystem und Lymphknoten und was auch immer, sodass eben tendenziell auch der Körper in verschiedensten Orten quasi befallen sein kann. Da wird dann eben noch eine Bildgebung gemacht. Und vielleicht kannst du da nochmal zu erzählen, was hast du alles bekommen? Also man kann ja noch mal so ganz kurz zum Staging vielleicht sagen, warum man das macht. Also man macht das, weil, also ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen. Wenn du das sagen möchtest, kannst du es auch Sag sagen. das bitte, sag, du Okay. bist ganz frei. Du bist sowieso die Expertin in dieser Folge und nicht wir. Wir Ich glaube moderieren nur so gut nicht. es geht. Aber okay, also für alle, die das vielleicht nicht wissen, ein Staging bei einer Krebserkrankung macht man, um einschätzen zu können, welche Therapie man nimmt, welche am zielführendsten ist. Bei meinem Hodgkin-Lymphom gibt es eine Stadieneinteilung nach Ann Arbor, nennt sich das, glaube ich. Das heißt, wir haben Stadium 1, 2, 3 und 4. Und dann gibt es nochmal Buchstaben für zum Beispiel die B-Symptomatik, die wir eben beschrieben hatten. Da gibt es dann zu der Zahl noch den Buchstaben B. Wenn man das erfüllt, da reicht eine von den drei Kriterien, um den Buchstaben zu bekommen. Es gibt aber, meine ich, auch noch so Risikofaktoren. Also wenn man zum Beispiel den mediastinalen Tumor, also hier in der Brust hat, über, weiß nicht, 10 cm oder so, dann bekommt man auch noch mal einen bestimmten Buchstaben. Und ich glaube, es war es auch schon im Großen und Ganzen, ne? Und Genau. je nachdem, welches Stadium man hat, bekommt man halt eine andere Therapie. Bei Stadium 1 und 2 ist es eine andere Chemotherapie, die heißt ABVD für alle, die es interessiert.
Und ab 3 oder wenn man zum Beispiel 2 mit Risikofaktor hat oder so, dann bekommt man eine Therapie, die heißt Beacop. Und es richtet sich dann halt auch so ein bisschen nach, wie viele Zyklen man von der Therapie halt machen muss. Bei mir war es jetzt so, ich wusste ja schon dadurch, was ich gefühlt habe. Sie sind auf jeden Fall hier über dem Hals. Und dadurch, dass ich die Bauchspiegelung hatte, irgendwas ist auch auf jeden Fall auch im Bauch. Konnte man schon mal von ausgehen, Stadium 1 wird es wohl nicht mehr. Da war halt so, ich glaube, die Einteilung ist, glaube ich, nach Zwerchfell und nach Körperseiten. Und war halt so zu schauen, ja, wie sieht es jetzt in der Brust aus? Und dann gibt es auch noch eine Knochenmarkuntersuchung, wo halt geschaut wird, inwieweit das Knochenmark dann auch betroffen ist, weil es ja halt, ne, wir hatten ja gesagt, B-Zellen betrifft, Teil des Immunsystems und so und dann halt auch Knochenmark wichtig ist. Da macht man dann eine Knochenmarkpunktion und schaut halt, wie sieht es da aus? Weil wenn das Wie war die befallen für ist. dich? Darf ich kurz fragen, hast du die, Die die hast du ja sicherlich, Knochenmarkpunktion? die hast du ja sicherlich bekommen. Also ich glaube, viele, zumindest habe ich das vorher im Internet so wahrgenommen, empfinden so eine Knochenmarkpunktion so als sehr unangenehm und schlimm. Ich muss sagen, ich fand es gar nicht schlimm, also wirklich gar nicht wild. Ich hatte keine Narkose oder so und auch nicht so zur Beruhigung, weil ich bin Mensch, ich bin sehr gerne bei klarem Sinn und habe sehr Angst vor so Beruhigungsmitteln, Schlafmitteln und so. Und habe dann das halt einfach nur mit Lokalanästhesie gemacht. Und das war, also für mich war es super. Also es war auf jeden Fall das geringste Übel. Beckenkamm, ne? Ja, Oder wo genau. hast du den? Genau. So, da wird einem, für alle, die es vielleicht nicht wissen, hinten am Becken, so am Rücken, ja, wie sagt man das jetzt, mit so einer ganz langen Spritze, nenne ich es jetzt mal, so hinten ins Becken reingestochen, wird ein bisschen Knochenmark entnommen und ein Teil vom Knochen halt so ein bisschen abgehauen. Das ruckelt, ist ein bisschen unangenehm, aber ich persönlich fand es jetzt nicht sonderlich schmerzhaft. Das ist Genau. gut zu wissen. Genau, aber du warst noch bei deiner Stadieneinteilung. Also Genau. ich sag mal, welches Stadium hattest du denn dann und welches, danach richtet sich ja dann natürlich, welche Chemotherapie man bekommt. Wie war Genau. das denn bei dir? Ich habe einen CT nochmal ergänzend gemacht zu dem, den ich im Krankenhaus hatte, damit man meinen ganzen Körper sehen konnte. Und da hat man halt gesehen, auf jeden Fall Hals, Brust auch, Bauchraum auch, dementsprechend Stadium 3. Ich hatte ja schon vom Gewichtsverlust gesprochen, dementsprechend habe ich auch noch einen schönen Buchstaben gekriegt. Also war ich dann am Ende bei 3b, weil mein Knochenmark war nicht befallen. Wäre das befallen gewesen, wäre es glaube ich 4 gewesen. Hätte dann aber, also wenn man sowieso schon bei Stadium 3 ist, also ob es jetzt 3 oder 4 ist, das hätte sie jetzt nicht mehr viel genommen. Deswegen aber glücklich war ich natürlich trotzdem, dass mein Knochenmark jetzt nicht befallen war. Aber ja, Stadium 3b, dementsprechend habe ich Beacop bekommen als Chemotherapie. Das ist, ja, ich glaube schon eine relativ starke Chemotherapie von dem, was ich so weiß. Ja, man muss Und dazu einfach wissen, dass jedes, also Beacop, das steht jedes, jeder Buchstabe steht für ein Medikament im Prinzip und die Zytostatika, also die Medikamente, genau. die man bei der Chemotherapie gibt, sind halt eh schon relativ stark und ich sag mal, Beacop, man sieht schon anhand der Buchstaben, dass das eine ganze Menge an Medikamenten ist und dann halt so viele Zytostatika, ist das schon, ja, ist das schon ordentlicher Cocktail da an hartem Zeug, den man da bekommt, glaube ich, ja. Das stimmt, ja. Und eine Bestrahlung kommt ja eigentlich dann auch noch dazu, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Da, also Bestrahlung ist immer so eine Frage. Also es gibt ja so Therapieprotokolle bei Erkrankungen. Also wenn man eine bestimmte Erkrankung hat, gibt es dazu im Regelfall auch immer ein Protokoll. Ich habe mich damals auch, das kann ich auch wirklich nur allen irgendwie ans Herz legen, in Verbindung gesetzt mit Zentren, die sich wirklich mit einer Erkrankung auskennen, weil es gibt in diesem ganzen Meer von Erkrankungen so, so viel und so viele Besonderheiten und so, dass es immer ratsam ist, irgendwo dahin zu gehen. Und das kann man ja hier bei uns in Deutschland glücklicherweise hingehen, wo man möchte. Einfach dahin zu gehen, wo am meisten geforscht wird, am meisten Informationen da sind, um halt einfach so das Bestmögliche dann zu bekommen. Und habe dann auch bei einer Studie teilgenommen. Und was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Und da richtet sich es dann halt danach. Es gibt dann bei einer Chemotherapie immer Zyklen, also es ist immer die Rede von ein Zyklus, zwei Zyklus und so oder Zyklen. Und je nachdem, nach welchem Zyklus die Kontrolluntersuchung, also eine Bildgebung, da gibt es PET-CTs zum Beispiel oder CTs, je nachdem, nach welchem Zyklus das dann wie aussieht, wie gut man auf die Therapie anspricht, gibt es dann entweder noch mehr Therapie oder halt auch Strahlentherapie. Da muss man immer gucken, wie das so genau aussieht.
Ja, und also kurz, also eigentlich habe ich gerade zwei Sachen, weil eine Sache hast du gerade schon so, ich sag mal so, im Nebensatz gesagt, im Seitensatz wollte ich schon sagen, im Nebensatz gesagt, die ich eigentlich relativ wichtig finde. Ich meine, man meckert in Deutschland sehr oft über das Krankensystem. Aber ich finde es eigentlich, dass man in so einem Moment vielleicht sich auch darüber bewusst werden kann, wie gut man es eigentlich in Deutschland hat, dass ja, von mir aus Voll. Zweiklassengesellschaft, privat, gesetzlich versichert, dies, das. Aber ich glaube, in Ländern wie den USA ist man da einfach aufgeschmissen, wenn man, die meisten haben das Geld dafür, das nicht zu bezahlen, egal. Aber das ist ein anderes Thema. Das wollte ich nur noch mal, habe ich gerade so drüber nachgedacht, als du das noch mal so erzählt hattest. Und Ja. ja, der zweite Punkt, wie hast du denn dann also wie viele Zyklen hast du denn bekommen und wie hast du denn die Chemo dann so vertragen? Wie ging es dir in der Zeit? Ich hatte ja eben schon einmal kurz angesprochen, dass ich bei einer Studie teilgenommen habe. Das war von der, also für alle, die es interessiert, von der German Hodgkin Study Group, die HD21-Studie. Da geht es im Prinzip darum, dass, ich hatte ja schon erwähnt, bei der Erkrankung ist die Überlebenschance relativ hoch. Also von den Erkrankten, ich glaube, 9 von 10 werden langfristig gesund und geheilt. Und bei der Studie ging es dann halt darum, man muss sich vorstellen, wenn man so eine intensive Therapie bekommen hat, dann wird es im Leben oft dazu kommen, dass man Langzeitfolgen von der Therapie hat. Das können zweite Krebserkrankungen sein, das können Herz-Lungen-Schäden sein, sowas. Und da geht es dann einfach darum, dass man schaut, wie viel kann ich die Therapie reduzieren, und trotzdem noch die Erkrankung besiegen, um halt ein besseres Langzeitüberleben einfach und eine, ja, erkrankungsfreiere Zukunft irgendwie zu gestalten. Da war dann halt die Frage, ob man zum Beispiel in der Chemotherapie ein bestimmtes Medikament, bei dem man weiß, das verursacht, ich glaube, das waren Herzprobleme, austauscht mit einem Antikörper, der halt spezifisch ist für die Erkrankung, die man hat. Ich bin dann in dem Arm gelandet, der den Antikörper nicht hatte. Also ich hatte die ganz normale Standardtherapie. Da wurde dann aber auch geschaut, ob 4 Zyklen Chemotherapie im Prinzip bei der Krebserkrankung genauso gut wirken wie die normalen 6 Zyklen Chemotherapie, oder ob sich das halt am Ende irgendwie unterscheidet. Ich habe dann halt die 4 Zyklen bekommen. Bei mir wurde dann nach 2 Zyklen mit PET-CT geguckt, wie gut hat meine Erkrankung jetzt angesprochen, wie sieht es aus in meinem Körper, habe ich noch irgendwie, ja, aktive Krebszellen oder nicht. Ich war zum Glück PET-negativ, dementsprechend habe ich die 4 Zyklen bekommen und danach habe ich dann nochmal ein PET-CT gemacht. Da wurde dann gesehen, dass ich noch ein bisschen Narbengewebe habe, noch ein paar größere Raumforderungen, die halt einfach sozusagen übrig geblieben sind und die wurden dann noch nachbestrahlt, einfach so sicherheitshalber. Und wie ist es dir persönlich währenddessen ergangen? Also ich glaube, blickend romantisiert man das Ganze so ein bisschen. Also ich glaube, meine Eltern würden jetzt sagen, dass es mir tatsächlich gerade am Anfang nicht ganz so gut ging. Das würde ich auch grundsätzlich so unterschreiben. Also ich hatte nach dem ersten Zyklus habe ich erstmal einen kleinen Urlaub im Krankenhaus gemacht, weil meine Blutwerte einfach so, so schlecht waren. Also ich hatte ein HB von 5,5. Normal Interessant. sind, ich glaube, bei Frauen 12, 13, so was um den Dreh. Ja, das kommt immer darauf an, welche Einheit, aber es geht in diese Richtung. Lukas, guck Ja, mich schon das an. mit den Einheiten beim HB-Wert, das ist eine Krise. Da ist man hier, ich sag mal, da ist man hier im Westen und dann hast du die eine Einheit und dann kommst du wieder Ja, das zurück ist hinter halt die das Mauer große in Osten und dann hast du Problem. wieder eine andere Einheit und dann kommt man gar nicht mehr Ja, klar. Das ist okay, das wirklich wusste ich so. gar nicht. Ja, das ist das Problem, weil das eine ist ja Millimol pro Liter oder sowas. Und das ist bei uns und der andere ist halt dann irgendwie Gramm pro Deziliter, meine ich. Genau, und dann ist da der Und Bereich, das ist es vor allem, halt. es ist jetzt nicht so, Ja. dass man genau merkt sofort, okay, das sind jetzt die Riesensprünge, ne, dass das komplett andere Bereiche sind, Ja. sondern die Ja. Referenzbereiche sind so eng beieinander, dass man da echt schnell Ja. durcheinander kommen Hier. kann und Ich habe das jetzt mal nebenbei schnell gegoogelt, weil da gibt es natürlich von DocCheck einen schönen Umrechner. Das ist halt das Ding. Bei Frauen in Gramm pro Deziliter sind es zwischen 12 und 16. Und umgerechnet sind das, aber die 12 sind nämlich 7,45 Millimol. Das ist der Grund, warum Lukas und ich gehe eh immer crazy dann, wenn ich von Hamburg aus der Formulatur zurück nach Magdeburg komme und ich sehe ein HB irgendwie von 7 oder so. Und dann denke ich, was? Und dann muss ich kurz hier dran denken. So. Deswegen kann ich mir vom HB unfassbar schlecht die Referenzwerte merken. Das ist bei vielen Dingern so. Falls irgendjemand eine
Ja, gut, ich sag mal, es ist eigentlich auch nicht so. Ah, scheiß drauf. Komm, erzähl weiter. Lukas, wir kriegen uns hier nicht mehr rausgeredet. So, wir machen weiter. Weiter im Programm. Ich kann das Problem auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Also, ich wusste nicht, dass es so ist, aber ich glaube, mir wird es in Zukunft dann auch öfter so gehen. Naja, um zurück zum Punkt zu kommen, es ist verdammt niedrig. Und das merkt man dann halt auch, ne, so körperlich. Also, kreislauftechnisch ist da halt einfach nicht mehr viel los. Du stehst auf und liegst eigentlich direkt wieder flach, weil dein Blut kommt halt gar nicht mit. Und was halt bei so Chemotherapien auch immer noch so ein bisschen der Knackpunkt ist, die töten halt Zellen, die sich schnell vermehren. Das sind in der Regel Tumorzellen, das sind aber auch Zellen wie Schleimhäute oder an den Eierstöcken und keine Ahnung was alles. Ne? Dementsprechend kann man sich vorstellen, wenn da die Zellen angegriffen werden, ist mit Essen und Verdauung nicht mehr ganz so witzig. Und ich hatte dann auch eine richtig fette Mukositis. Also das heißt, wenn sich hier im Mund und in der Speiseröhre die Schleimhäute entzünden, dadurch, dass man so immungeschwächt ist durch die Chemotherapie, weil Knochenmark ist natürlich auch betroffen, hat man dann auch noch geringe Abwehr. Und ich habe mir dann auch erstmal noch so einen richtig schönen Pilz eingefangen, der im Mund und in der Speiseröhre war. Also doppelt scheiße. Und ich konnte wirklich vor Schmerzen nicht mal mehr einen Schluck Wasser trinken. Es war so, so schlimm. Und da dachte ich auch echt nachts regelmäßig, irgendwie das war's mit mir, als ich zu Hause war. Aber also ich wohne in so einem Dreifamilienhaus mit meinen Eltern. Unten meine Oma, in der Mitte meine Eltern und ich ganz oben alleine. Und immer wenn es mir dann nachts, das waren so 2 Tage nach den ersten Chemos, wo es mir dann so schlecht ging, war ich halt immer so am Überlegen, steigerst du dich da jetzt nur rein oder geht's dir wirklich so beschissen? Deswegen habe ich halt niemanden geweckt. Aber ich musste halt dann in der kritischen Phase immer jeden Tag in meine Ambulanz gehen und mir Blut abnehmen lassen, Werte kontrollieren. Und nachdem ich dann den 2. Tag in Folge da umgekippt bin ich halt direkt ins Krankenhaus gekommen und habe dann da auch Medikamente bekommen, Schmerzmittel, was gegen den Pilz und so, was zum Knochenmark stimulieren. Und dann ging es auch wieder berghoch. Und dadurch, dass die Chemo so reingehauen hat, habe ich dann auch eine kleine Dosisreduzierung bekommen. Und von Zyklus zu Zyklus wurde es dann auch immer besser, dass ich dann auch so dachte, boah, eigentlich könntest du jetzt auch in die Schule gehen, wenn du nicht so immunsuppressiv wärst, aber ja, ist aber auch nicht so der Regelfall. Also viele berichten eher immer, dass es von Chemo zu Chemo schlimmer wird. Bei mir war es andersrum. Ich hatte da einfach ein bisschen Glück. Aber der Anfang war schon nicht ganz so fruchtig. Du sagtest jetzt gerade eben schon früher in der Folge, dass du das Gefühl hast, dass es für Angehörige manchmal sogar vielleicht mindestens gleich schwer ist. Hattest du das Gefühl, dass du, weil du eben auch meintest, du weißt nicht, ob du jetzt jemanden wächst und so, zwischenzeitlich das Gefühl, dass du irgendwie vielleicht auch andere schützen musst, im Sinne von, dass du das nicht, also dass du versucht hast, dafür zu sorgen, dass sich andere nicht so viel um dich sorgen und dadurch vielleicht manche Sachen runtergespielt hast, obwohl du im Nachhinein vielleicht sagst, mir ging es da doch schlechter? Also ich muss sagen, ich habe ein sehr, sehr großes Glück mit meiner Familie und mit meinen Eltern und immer das Gefühl, sehr, sehr gut von denen so behütet zu werden. Und ich habe meinen Papa in der ganzen Zeit nicht einmal traurig gesehen, dass ich krank bin oder so. Ich denke schon, dass er das war, aber halt nicht vor mir. Und dadurch, dass ich dieses Gefühl davon, dass meine Eltern Angst um mich haben, so gar nicht bekommen habe, habe ich auch nie das Gefühl gehabt, ich muss da irgendwen schützen oder mich da zurücknehmen oder so. Ganz im Gegenteil, dadurch, dass ich halt eine Person bin, die so panisch ist, habe ich da, glaube ich, eher immer übertrieben als untertrieben. Ja, freut mich auf jeden Fall zu hören, dass du da die soziale Unterstützung auf jeden Fall hast. Ich glaube, das ist, glaube ich, mit das Wichtigste in so einer Zeit, oder? Wie war denn generell die psycho-onkologische Betreuung? Also von Seiten der ärztlich, also von der ärztlicher Seite jetzt sozusagen, gab es da Angebote für dich und deine Familie? Als ich im Krankenhaus war, auf jeden Fall. Also da, das ist, glaube ich, auf einer Onkologie auch Standard, dass man da Psycho-Onkologen hat, die dann da auch zwischendurch mal die Patienten besuchen, wenn die stationär da sind. Das war auch ganz gut, hatte ich mal so ein nettes Gespräch, aber zu der Zeit hatte ich halt psychisch so gar keine Probleme mit der Erkrankung. Okay. Also das war halt einfach so, ja, ist jetzt halt so, muss jetzt durch und dann ist alles wieder gut. Es hat erst so im Nachhinein angefangen, dass ich da wirklich so psychisch mit Probleme bekommen habe. Und da muss ich sagen, ausbaufähig.
Also es gibt sicher gute Angebote und es gibt auch su super Psycho-Onkologen. Ich möchte irgendwie niemandem was Böses irgendwie so nachreden. Aber bei vielen Erkrankungen ist es halt so, dass du einem Patienten nicht die Sicherheit geben kannst, dass er, gerade wenn es ein junger Mensch ist, bis ans Ende seiner hoffentlich 120 Lebensjahre gesund und munter bleibt. Und das ist Ja. halt was ich halt gerne hätte. Aber das kann mir halt niemand geben. So dementsprechend bin ich auch nicht ganz so zufrieden mit dem Ganzen. Aber ich glaube, grundsätzlich gibt es da schon gute Angebote. Wie lange hat es denn für dich dann eigentlich gedauert? Ich sag mal, von Beginn der Chemotherapie bis wieder, ja, ich sag mal, in den normalen Alltag wieder einsteigen zu können oder einigermaßen wieder einsteigen zu können, dass man quasi wieder, ich sag mal, was heißt wieder eingegliedert, aber du weißt, wie ich meine, dass man wieder den Weg zurück in den Alltag gefunden hat. Ich muss das irgendwie ziemlich oft sagen. Also, das ist, glaube ich, schon wieder kein Standardfall, und auch nicht normal. Aber ich glaube, nicht mal eine Woche nach meiner letzten Chemotherapie wieder in die Schule gegangen. Ich glaube, so richtig gut fand mein Onkologe das nicht. Aber ich wollte halt, also mir ging es halt am Ende der Therapie echt nicht super schlecht. So, ich hatte schon körperlich so Einschränkungen und so. Aber halt jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, ich kann deswegen jetzt nicht in die Schule gehen. Und ich hatte halt gar keinen Bock, noch ein Jahr zu wiederholen und noch Na. ein Jahr später anzufangen zu studieren und wollte halt einfach so zurück ins Leben, weil ich saß 3,5 Monate so zu Hause. Also für manche Leute mit Erkrankung ist das vielleicht nicht lange, aber für eine junge Person, die halt Gesundheit gewohnt ist, ist das halt verdammt lange. Und ja, bin dann halt wieder in die Schule gestapft, ist auch alles gut gegangen. Also ich habe mein Abi dann auch gemacht. Hab dann während meiner Strahlentherapie ja mein Abi gemacht tatsächlich. Und das ging auch für mich ganz gut, aber ist halt auch, wie gesagt, nicht der Regelfall. Nee. Ich habe auch keine Reha gemacht, nichts. Einfach direkt zurück ins Leben geschossen. Ja. Und jetzt ist so, ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen und du hast es ja jetzt eben auch so ein bisschen auch schon angesprochen, dass du hier und da völlig verständlich schon auch noch Ängste hast, denn so eine Krankheit ist natürlich jetzt nicht einfach jetzt davon, sondern man muss das ja strikt überwachen, beziehungsweise da gibt es ja Nachsorgepläne sozusagen. Am Anfang ist es, glaube ich, im ersten Jahr alle 3 Monate, dann vielleicht alle 6 Monate und dann später jährlich. Vielleicht kannst du dazu nochmal so sagen, wie ist für dich dieses Gefühl? Also ich glaube, wir haben den Rest bisher jetzt ganz gut erstmal so kompakt über die Bühne gebracht, sag ich mal. Vielleicht kannst du dazu aber mal sagen, wie ist für dich diese Nachsorge davor, danach? Wie fühlt sich das an und wie sieht so eine Nachsorge vielleicht auch aus? Zu Anfang, wie du schon gesagt hattest, waren so die Intervalle alle 3 Monate. Ich habe relativ früh nach der Therapie gemerkt, dass ich psychisch enorme Probleme habe. So mit Rezidivangst, also Angst vor wieder Auftreten der Erkrankung. Irgendwann kam dann dazu, dass ich vor anderen Sachen Angst hatte, also beispielsweise wegen der Chemotherapie eine Leukämie zu bekommen. Oder ja, jede Kleinigkeit an meinem Körper, wenn ich irgendwo eine Beule habe, wenn ich irgendwas habe, ist es für mich halt immer Krebs. Und habe das meinem Onkologen auch kommuniziert. Ich habe dann die ersten 3 Monate, also immer nach 3 Monaten MRTs bekommen, wo ich dann an 3 Tagen immer in eine Praxis musste, wo dann MRTs gemacht wurden, einen Tag vom Hals, den zweiten Tag vom Thorax, den dritten Tag vom Abdomen. Die wurden dann auch immer direkt danach mit mir besprochen und wurde dann halt auch meistens immer gesagt, ja, alles gut. Also ich hatte nur einmal die Situation, dass der Arzt da meinte, sich unsicher zu sein, aber das hat sich dann im Nachhinein auch herausgestellt, alles gut. Also ich glaube, es war auch einfach nur ein bisschen Fehlkommunikation, aber ja, das hatte ich so den Anfang gemacht. Dann irgendwann wurden die Intervalle immer größer, weil ich halt gemerkt habe, dass ich das psychisch einfach nicht mehr aushalte, alle 3 Monate dahin zu gehen. Weil für mich, also ich mache mir jeden Tag meines Lebens enorm Sorgen. Also es gibt keinen Tag in meinem Leben, der nicht von Angst begleitet ist. Aber irgendwann hat sich das halt auch so entwickelt, dass sich das auf diese Nachsorgetermine immer so zugespitzt hat. Also dass ich wirklich, das ist auch bis heute so, wenn ich Nachsorge habe, ich kann kaum was planen, was danach ist. Also für mich ist es wie, als wäre mein Leben da erstmal so ein bisschen auf der Kippe, als gäbe es so eine 50-50-Chance, dass
jetzt irgendwas ist, egal ob ich ernstzunehmende Symptome habe oder nicht. Und gerade diese MRTs haben das halt super schlimm gemacht, weil man da halt, also es sind halt 3 Tage und es ist übelst lange einfach, bis man da ein richtiges Ergebnis hat und beim Onkologen war und der ihm sagt, alles gut. Und haben wir dann irgendwann entschieden, wir machen das nicht mehr, auch weil MRTs mit Kontrastmittel und so halt auch nicht immer so ganz gesund sind, können ja auch Nebenwirkungen haben. Und jetzt machen wir das so, dass ich ja alle 6 Monate komme und da wird mein Blut untersucht, also großes Blutbild mit so allen Sachen, auf die man da achten muss, hast du ja vorhin schon angesprochen, und einen Ultraschall vom Bauch. Und dann wird halt nochmal gefragt, so, wie geht's dir? Hast du Symptome, B-Symptomatik, irgendwas auffällig und so. Damit komme ich auch nicht super gut klar, aber also ich habe ja auch irgendwie keine andere Wahl, ne? Ich muss da halt hin. Das ist halt mein Leben. Und ich bin dankbar, dass es mir überhaupt so gut geht, wie es halt ist. Ja. Ist dir denn, ich sag mal, ist ja vollkommen verständlich, dass du da die Ängste natürlich hast. Ist dir da eine psychologische Betreuung angeboten worden langfristig oder hast du selbst mal darüber nachgedacht, da irgendwie in Betreuung zu gehen? Ich habe mir relativ schnell, bin ich wieder zum Therapeuten gegangen, habe mir auch Studien angeguckt, zum Beispiel, das hieß, glaube ich, Care for Kaya für junge Erwachsene mit Krebserkrankungen, die sich da irgendwie so ein bisschen drum kümmern. Habe jetzt auch wieder eine neue Therapeutin über die Uni gefunden, war tatsächlich auch bei der Psychiaterin, habe mich auch einstellen lassen mit Antidepressiva und so. Aber trotzdem muss ich sagen, ich bin nicht wirklich zufrieden mit der Situation, wie sie ist. Und mich beeinträchtigt meine Angst im Alltag mega, auch was Uni angeht. Und so richtig die Lösung dafür gefunden habe ich noch nicht. Und ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass ich sie nie finden werde. Also ich glaube, das ist halt, wenn dann so ein Ding, was sich mit der Zeit verläuft, wenn man halt merkt, so, ich kann meinem Körper wieder wirklich vertrauen. Aber ja, so richtig gut ist es nicht. Bitte widersprich mir, wenn ich das falsch wahrnehme, aber es kommt mir fast so vor, als wäre die Angst jetzt fast schlimmer als damals, Ja, während deiner Behandlung. 100%. Einfach weil du so die bisschen so die Ungewissheit quasi immer hast, ne, mit der du im Prinzip leben musst. Passiert noch was, passiert nichts. Und damals hattest du so ein bisschen ein Stück weit, du hast dich schon darauf eingelassen, dass es passiert, das nicht wieder, sondern dass es halt passiert, ne? Ja, voll. Auch wenn man in Therapie ist, man ist so gebunden an seinen Arzt, man ist so gut wie jeden Tag in dieser Praxis. Und ich hatte auch ganz viele Auseinandersetzungen tatsächlich mit Leuten, die auch eine Krebserkrankung haben, weil ich danach mich so ein bisschen, so als die Therapie vorbei war, so ein bisschen darüber austauschen wollte, dass halt so ein Teil meines Lebens halt wegbricht, indem meine Therapie halt zu Ende ist. Also ein Teil meiner Sicherheit, dieser Geborgenheit, die ich in dieser Praxis immer hatte, halt einfach wegbricht und die anderen Leute es gar nicht so nachvollziehen konnten und mich irgendwie so ein bisschen als so verrückt erklärt haben, dass ich da halt gerne hin will in so eine Onko. Aber das ist gar nicht so das Ding, sondern es ist halt so die Sicherheit, die fehlt. Weil wenn du diesen Stempel Remission bekommst, du bist einfach zurück in deinem normalen Leben. So. Und niemanden, vor allem ab dem Moment, wo du wieder Haare hast, irgendwie, ist halt so, du bist wieder gesund. Du musst funktionieren. So, keiner nimmt dich mehr so richtig ernst. Und irgendwie, also es ist halt alles nicht ganz so optimal. Das ist eine sehr interessante Aussage, dass dir das auch so geht. In meiner Recherche haben das viele gesagt, Ja. dass gerade weil du jung bist, du bist halt auch nicht alt, du erwartest von einem jungen Mädchen oder von einem jungen Mann nicht, dass er krank ist. Und wenn man es nicht sieht, dann wirkt es fast schon unauthentisch, wenn man sagt, ich fühle mich schlecht oder ich habe Angst. Und ja, das ist einfach interessant, dass du das auch so wahrnimmst. Also du hast schon das Gefühl, dass. Oder anders, wie reagiert denn jetzt dein Umfeld da drauf? Also hast du schon Momente, dass Freunde oder auch Familie mal sagen, du bist halt gesund jetzt momentan? Oder wo du das Gefühl hast im Sinne von, da ist nicht hundertprozentiges Verständnis da. Klar, man muss auch immer aufpassen, Angehörige. Es ist, wenn man nicht in der Haut steckt, ist es, man wird es nie 100% verstehen können. Ich glaube, den Anspruch darf man nicht haben, aber es geht ja trotzdem um dein Gefühl. Also hast du das Gefühl, dass manche Leute da das nicht so ganz verstehen? Also ich möchte niemandem irgendwie so böswillen oder so nachreden oder unterstellen oder so. Ich glaube, alle Leute in meinem Umfeld wollen mir helfen und mich verstehen. Aber es sind halt einfach, wie du schon gesagt hast, Dinge, die halt niemand wirklich verstehen kann, der nicht wirklich krank ist.
Und selbst zu den Leuten, die auch krank waren, mit denen ich befreundet bin, niemand von denen hat eine Angststörung und hat ein zu hohes Empfinden, was den eigenen Körper angeht. Also ich bin damit meiner Erfahrung nach schon relativ alleine. Und da ist bei den ganzen Sorgen, die ich mir mache, irgendwann einfach so alles an Verständnis einfach aufgebraucht, was, glaube ich, ein Mensch irgendwie aufbringen kann, der in meiner Umgebung ist. Weil ich halt, also es sind halt, bestes Beispiel, ich war vor einer Woche im Urlaub, habe am ersten Tag im Urlaub gesehen, dass ich irgendwie so eine kleine Beule an meinem Bein habe und habe dann den Rest meines Urlaubs so viel Zeit damit verbracht, mir Gedanken darüber zu machen, ob ich jetzt ein Weichteilsarkom an meinem Knie habe. Das ist so eine Sache, auf die wird kein normaler Mensch kommen, aber ich steigere mich da so rein, dass es mir dann so dermaßen schlecht geht ständig. Und irgendwann, wenn das dann halt, also bei mir ist es halt an der Tagesordnung, dass ich das habe. Und irgendwann sagen halt Leute im Umfeld auch mal so, hey, es reicht jetzt. Also du hast nichts und ich weiß, du machst dir Sorgen und ich weiß, dir geht's nicht gut, aber es ist alles in Ordnung. Du musst jetzt echt mal chillen. Ist das denn dann eine Sache, wo du sagst, du findest das unempathisch, oder ist das sogar eher so, dass sich das quasi dann rausholt, wieder aus dem Tief? Unempathisch finde ich es nicht, weil ich glaube ich mich so ein bisschen damit abgefunden habe, dass es für mich einfach keine Lösung gibt, die mich so zufriedenstellt. Es gibt halt niemanden, der mir die Gewissheit geben kann. Und ich halt irgendwie einen Weg brauche, um damit so klarzukommen, sage ich mal. Aber ja, beruhigen tut es mich auch oft, vor allem, weil mein Papa das halt sagt und so und weil mir das dann immer so ein bisschen die Sicherheit gibt. Aber trotzdem ist es halt oft so, dass ich mir irgendwie was wünsche von meinen Angehörigen irgendwie, was sie mir einfach nicht geben können. Aber das kann halt in dem Moment niemand irgendwie. Also ist jetzt nichts, also ich könnte ihnen jetzt nicht sagen, was sie besser machen können, weil es ja einfach so eine Situation ist, die kann mir halt keiner abnehmen. Mich macht das insofern sehr nachdenklich, weil es halt auch einfach schwierig ist, weil ja, dir wurde geholfen, aber wenn man nochmal zurück zum Anfang der Geschichte gegangen ist und nochmal an deine Hausärztin denkt, es hat 2 Jahre gedauert, bis man deine Diagnose gefunden hat. Oder es war ja irgendwie, es war ein langer Zeitraum. Und es war halt schon so, dass es mal hieß, da ist nichts, dir geht's gut. Und die Frage ist halt auch, was wäre passiert, wenn du nicht zum Gynäkologen gegangen wärst und so weiter und so fort. Also, wann hätte man das gefunden? Und dann ist es natürlich für dich, also so stelle ich mir das vor, natürlich doppelt schwierig, wenn man dann zu hören bekommt, du hast nichts, sondern, also nicht, dass man vielleicht, man muss ja nicht direkt das Vertrauen ins System verlieren, aber Schon. du hast schon, ja, also genau, ne, ich wollte das nur relativieren, also du hast aber eben schon einmal das Gefühl haben müssen, quasi durchs Raster zu fallen, ne? Ja, Und voll. warum sollte dann in deinem Kopf quasi völlig verständlicherweise, wenn man sowieso mit sowas zu strugglen hat, dann nicht wieder, ne, das Gleiche denken? Deswegen finde ich das sehr, sehr schwierig. Also es ist eine sehr, sehr schwierige Situation und ich kann das sehr gut Ja. nachvollziehen, ne? Voll. So, also zu dem, was ich auch einfach so psychisch für eine Geschichte habe, ist, also hat genau das die ganze Sache halt auch nicht gerade besser gemacht. Also es war eine ganze Zeit lang so, dass ich immer meine ganzen Befunde von den MRTs nach Hause geschickt haben wollte, jedes Blutbild, was ich bekommen habe, ausgedruckt haben wollte, jeden Wert gegoogelt habe, mir dann Normwerte angeguckt habe, um wirklich sicher zu sein, dass alles in Ordnung ist. Und ich bin jetzt gerade so dabei, da irgendwie mein Vertrauen wiederzufinden, weil ich habe auch nach der Diagnose die Onkologie gewechselt. Also da, wo ich die Diagnose bekommen habe, die zu dem Krankenhaus gehört hat, bin ich gar nicht in Therapie gewesen, sondern ich habe halt gewechselt und versuche da jetzt einfach meinem Onkologen voll und ganz zu vertrauen, dass wenn ich zur Nachsorge gehe, ich nicht mit aufs Ultraschallbild gucken möchte, dass ich nicht mein Blutbild haben will, sondern einfach wieder lerne zu vertrauen, weil es ist halt sein Job, er ist mein Arzt und ich muss ihm vertrauen. Und ich möchte später von meinen Patienten auch ja, das Gefühl haben, dass sie mir vertrauen können. Und das versuche ich gerade immer so ein bisschen neu zu lernen. Aber dazu passt es halt sehr gut, was du gesagt hast. Also es ist halt, meine Geschichte ist nicht immer irgendwie einfach. Aber das ist bei vielen Leuten irgendwie so. Also Ja, man ja. hört das häufiger. Also ich finde das sehr erschreckend, aber es zeigt halt auch wieder, wie wichtig dann doch irgendwie die Beziehung zwischen Arzt oder Ärztin und Patient oder Patientin ist, um da wirklich vielleicht auch, wie man jetzt bei dir sieht, langfristig auch gesund zu sein, weil selbst wenn du jetzt im
irgendwie keinen Befund hast oder in Remission bist. Man sieht ja, dass es dir ganz offensichtlich noch nicht so gut geht. Und oder also du sagst, es begleitet dich zumindest. Und ich glaube, oder es würde mich interessieren, wie würde die Sache jetzt aussehen, wenn du dich sehr gut betreut und immer sicher gefühlt hättest, ob das einen Unterschied gemacht hätte, möglicherweise, ne? Und wenn von vornherein halt auch viel Vertrauen da gewesen wäre, ne? Also in der Gynäkologie, wenn diese ganzen Geschichten nicht passiert wären, ne? Klar. Ja, ich habe auch tatsächlich ganz lange überlegt, ob ich mal der Ärztin schreiben soll, eine E-Mail oder ob ich da anrufen soll oder so und einfach mal so mit ihr sprechen möchte und sie fragen möchte, warum die mir damals nicht gesagt haben, was ich habe. Also ich habe mir da selber so ein bisschen was zusammengereimt, dass es einfach darum ging, ist eine seltene Erkrankung, sie hat mit Krebserkrankungen vielleicht nichts zu tun, was außerhalb der Gyn ist und so und ja, irgendwie nichts Falsches sagen wollte und so, aber es wäre halt ihr Job gewesen und ich hätte da irgendwie gerne mal so ein bisschen das Gespräch gesucht, aber auf der anderen Seite habe ich halt auch in mir so diese Medizinstudentin und weiß halt, wie es im Krankenhaus ist, ne? Ich habe Pflegepraktikum gemacht, ich weiß, wie busy Ärzte sind und möchte auch niemandem irgendwie so persönlich da so zu nahe treten und irgendwie so sagen, hey, du hast deinen Job irgendwie scheiße gemacht. Weil das für die, ich weiß halt, die haben auch kein einfaches Leben. So und also habe mich dann auch am Ende dagegen entschieden, aber habe da halt auch ganz lange irgendwie so überlegt, um ja das so zu verarbeiten irgendwie. Vielleicht als letzte Frage, wenn Lukas nichts mehr hat, würdest du jetzt sagen, es gibt eine neue Maxi? Also, dass es eine alte Maxi und eine neue Maxi gibt? Und wenn ja, wie ist die neue und wie war die alte? Ich würde sagen, zu 100%. Die alte Maxi war, glaube ich, unbeschwerter. So als mal so positiven Aspekt, hat sich weniger Sorgen gemacht ums Leben, um Zukunft, um alles Mögliche. Aber ich war definitiv auch weniger empathisch. Ich war keine freundliche Person. Ich war, ich glaube, in vielen Situationen meinem Umfeld gegenüber vielleicht nicht ganz fair. Also ich hatte eine absolute Sturm- und Drangphase als Teenager und habe da, glaube ich, vielen Leuten nicht unbedingt was Gutes getan und habe halt durch diese Erkrankung irgendwie so gemerkt, so was ja wirklich wichtig im Leben ist und viel Empathie gelernt und auch gerade, glaube ich, für meinen zukünftigen Beruf sehr viel mitbekommen, was ich halt sehr gut nutzen kann und weiß halt auch so, was Studium angeht, ne, wenn eine Klausur mal nicht klappt, ist es halt so, solange man gesund ist, lebt, atmet, ist halt alles gut. Hab da so eine gewisse Ruhe mitbekommen, was das Leben angeht, und das ist ganz schön. Ja, also Maxi, ich danke dir für deine offene Art bei dem Gespräch. Also wirklich danke, dass du dich da so geöffnet hast. Ich fand es Sehr ein gerne. sehr interessantes Gespräch und ja, freue mich, dass du heute mit dabei warst. Also das, ich glaube, ich kann man sehr viele, also jetzt nicht nur medizinische Dinge, sondern halt auch sehr viel ja, soziale Aspekte halt einfach auch mit rausziehen. Und egal, ob man jetzt Medizin studiert, ob man Ärztin ist, Arzt ist oder halt auch nicht oder ob man einfach nur Medizin interessiert ist, ist es, glaube ich, ist das eine Folge jetzt gewesen, wo jeder wirklich was draus ziehen kann. Und ja, wie gesagt, also mir hat's wirklich gefallen heute. Also mir hat's echt Spaß gemacht. Danke, dass du dabei warst. Ja, auch von mir ein riesen Respekt, ne, dass du damit auch so offen umgehst, wie du es machst. Denn das hast du ja nicht nur generell jetzt bei uns gemacht, sondern das tust du ja generell auch auf deinen Kanälen. Deswegen sind natürlich alle Links in der Videobeschreibung. Abonniert Dankeschön. Maxi, schaut da vorbei. Das dürft ihr nicht vergessen. Also das müssen wir natürlich auch dazu sagen. Und ja, ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Ich Ich auch habe und ich das danke Gefühl, euch dass, erstmal, ja, dass ich überhaupt dabei sein durfte und sehr es war gerne. wirklich eine sehr, sehr schöne Atmosphäre und ja, ich bedanke mich recht herzlich. Ich hoffe, dass es den Leuten gefallen hat, weil ich fand, das war, also für mich persönlich war es eine sehr, ja, neue Erfahrung auch. Also das ist quasi auch das erste Mal, dass wir so ein Gespräch geführt haben. Und ich würde sagen, ich habe auch selber sehr viel gelernt, habe gemerkt, dass es einige Dinge gibt, über die man sich auch so Gedanken machen kann. Und ja, bin sehr dankbar für diese Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt uns Feedback dazu und würde mich verabschieden und nochmal ein Dankeschön an dich. Genau, Max, also bevor ich jetzt gleich den Podcast schließe, hast du noch irgendwelche Worte und möchtest du noch was an unsere ZuhörerInnen richten? Ansonsten mache ich dann gleich den Bogen. Das Einzige, was ich sagen würde, ist vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr abonniert alle den Kanal von den Jungs, weil die machen wirklich sehr, sehr tolle Sachen. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei mir vorbeischaut. Und ja, danke.
Dankeschön. Ja, wunderbar. Dann von mir aus auch nochmal vielen, vielen Dank. Natürlich alle bei Maxi vorbeischauen. Und damit würde ich sagen, schließe ich den Podcast.